Besonders besinnlich war es zwischen den ehemaligen Ampelpartnern im Grunde nie. Umso erstaunlicher, dass sie sich jetzt geeinigt haben. So kurz vor Weihnachten schnüren SPD, Grüne und FDP überraschend ein milliardenschweres Entlastungspaket für den Gabentisch. Wir drei haben dann zusammen gesagt, wir wollen was probieren. Ich will gar nicht sagen, dass es von der SPD ausgegangen ist, sondern alle drei, die Grünen und die FDP und die SPD, wollten, dass es zu dieser Steuerentlastung kommt. Hätten wir jetzt nichts getan, hätte es diesen Kompromiss nicht gegeben, müssten gerade die Familien der Mitte im kommenden Jahr höhere Steuern zahlen. Und das wäre niemandem plausibel erklärbar gewesen. Die ehemaligen Koalitionspartner wollen, dass Beschäftigte mehr Netto vom Brutto haben. Wenn ihr Gehalt steigt, sollen sie dafür in bestimmten Fällen weniger Steuerabzüge haben, also die kalte Progression abmildern. Auch der Grundfreibetrag bei der Steuer könnte steigen. Im kommenden Jahr um rund 300 Euro auf 12.096. Und noch einmal im übernächsten Jahr um gut 250 Euro auf 12.348. Auch Familien mit Kindern sollen entlastet werden. Sie sollen weniger Steuern zahlen und mehr Sozialleistungen bekommen. Das Kindergeld wollen sie ab Januar erhöhen von derzeit 250 Euro pro Monat um 5 Euro auf 255. Ein Jahr später dann noch einmal um 4 Euro auf 259. Auch der Kinderfreibetrag könnte steigen. Im kommenden Jahr um 60 Euro auf 6.672. Ab übernächstem Jahr um weitere 156 Euro auf 6.828. Wir entlasten massiv die Mittelschicht in Deutschland und sorgen dafür, dass das Leben bezahlbar bleibt. Profitieren sollen insbesondere mittlere und untere Einkommensgruppen. Eine Familie mit zwei Kindern und einem Bruttoeinkommen von 60.000 Euro hätte den Plänen zufolge ab kommendem Jahr 306 Euro mehr. Insgesamt kostet den Staat das Paket mehr als 7 Milliarden Euro. Die drei Parteien wollen es gern noch vor Weihnachten fertig schnüren. Dazu nötig die Zustimmung der Union im Bundesrat. Auf den letzten Metern fängt man sich jetzt im Wahlkampf, um uns vermeintlich in die Bredouille zu bringen. Das werden wir schon deshalb nicht mitmachen, sondern wir sind immer, was sinnvolle Dinge angeht, konstruktiv und kooperationsbereit. Das klingt zwar nicht nach einem kategorischen Nein, aber ob es mit dem Entlastungspaket bis zur Bescherung klappt, wird sich kommende Woche zeigen.